Honestly, this is all we've got for available routes. Don't be overeager. Come back and... I'll do my best to help out. What's hidden in there? Something's near us. Did you find something good? Please don't do anything you might regret. This is a powerful foe. What is that? Good care of that. I'll be there soon. We can certainly use this.
Beware the rocks. I sense a hostile presence in the distance. Ich hab den Ton ausgehabt, 8 Minuten lang, und quatsch mir hier einen ab! Oh Gott! Könnte ich zwar nachholen, aber es ist egal. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Code Vein. Wie ihr seht, ich bin schon mitten in der Action. Weil ich Idiot vergessen habe, den Knopf zu drücken. Das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, ist ohne Erklärung vielleicht ein bisschen uninteressant, aber naja. Ganz am Anfang habe ich mich dahin zurückteleportiert, wo wir gegen den Ritter gekämpft haben. Weil von da ausgehend klappt das, wenn ich da so reingehe? Von da reingehend natürlich nicht, aber wäre auch sehr merkwürdig gewesen. Wenn mich jetzt alle so ignoriert hätten. Lustig, aber merkwürdig. Ja, das war jedenfalls der Übergang von dem einen Gebiet ins andere. Und ich hatte beim ersten Mal durchgehen halt tatsächlich komplett, könntest du das Ding aktivieren, einfach vergessen, beziehungsweise nicht mehr im Hinten, nicht nur vergessen, dass da eben das Item liegt, was wir brauchen. Und so haben wir uns halt als allererstes diese Karte geholt. Jetzt ist halt natürlich bei mir im Hinterkopf, dass ich den falschen Knopf drücke, um meine Technik auszuführen, die ich gar nicht ausführen wollte. Dass ich gar nicht mehr so viele Gegner übrig habe, die jetzt noch in Frage kommen, uns hier in der Tiefe zu umbringen zu wollen. Also ich bin da sehr gespannt drauf, was jetzt tatsächlich dann Sache ist, was mich töten wird. Oh, schön. Geht doch nichts über eine gute Prügelei mitten in einer Sackgasse. Kann man ja sagen, was man will, aber da macht Heimdall gerade, ne, ein gutes Gefühl. Auch wenn ich jetzt definitiv mehr heilen sollte als vorher. Das ist ja auch gleich durch das Heimball-Buff-Ding. Ja, das ist einmal durch und ich krieg direkt auf Fresse. Jetzt habe ich allerdings gerade passive Dinger gelernt und müsste sie eigentlich austauschen. Aber für den Kampf ist das immer so eine Sache. Das hier können wir besser ausweichen und haben ein Schild. Ist immer noch nicht vorbei. Kann doch nicht vorbei sein. Wo bleibt der Große? Bist du der Große, der auftauchen sollte? Wahrscheinlich. Wieder einmal stehe ich nicht gut genug, um irgendwie von hinten anzugreifen. Ich weiß auch nicht. Gott. Ich wollte ja fast sagen, das war jetzt wenigstens der letzte Überfall, den wir jemals sehen werden, aber ich muss ja damit rechnen, dass in der zweiten Karte tatsächlich auch nochmal ein Überfall drin ist. Also war es der vorletzte Überfall. Aber wenigstens konnte ich bisher alles zeigen. Wir haben alle Blutcodes, die wir rein theoretisch kriegen konnten in einem Run. Wir haben alle NPC-Quests gemacht, die man machen konnte in einem Run. Beziehungsweise tatsächlich da überhaupt machen konnte. Da gibt es keinen in einem Run. Wir haben
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Regenerationsdinge gefunden habe. Da muss ich mich nach den Parts hier nochmal so ein bisschen schlau machen. Aber das machen wir, sobald wir hier fertig sind. Also es ist ja... Entschuldigung. Wir rennen ja jetzt erstmal hier noch ein Weilchen rum. Und dann gucken wir uns noch den Überrest an, den Speer D, den wir jetzt gefunden haben, um damit dann die letzten Talente freikaufen zu können. Und wenn ich dann noch herausfinde, dass irgendwo Regenerationsfaktoren rumliegen, dann werde ich sie mir natürlich vor dem letzten Bosskampf noch holen. Aber da das hier nur Refights gegen alte Bosse sind, behaupte ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass es nicht notwendig sein müsste, das vorher zu machen. Weil in der Theorie haben wir gegen alles, was hier kreucht und fleucht als Boss, schon mal gekämpft. Ich meine, gut, diese Bosse am Ende der Wege hier, das sind ja sowieso nur leicht aufgebuffte komische Truppen. Der Hund hat mich gesehen. Der Hund hat mich auch gesehen. Machen wir einfach das schon mal. Wir sind ja gleich hier am Ende. Hallo. Wie hat die mich schon wieder getroffen? Ich weiß es nicht. Einmal drumrum und drauf. Und da haben wir den Überrest, den wir suchen. Nummer D. Nummer D, ja. Mit dem Buchstaben D, aber nicht Nummer D. Noch ein paar Dolche, weil Dolche können wir ja immer gebrauchen. Gut, die Opferklinge zieht natürlich relativ schnell HP, ne? Sollte ich also nur benutzen, wenn ich mir sicher bin, dass wir auch gewinnen werden oder zumindest gut dabei sind. Machen wir nochmal so. Machen ein Schild drauf. Und rein geht's. Was haben wir denn hier Schönes? Gar nichts. Also. Wiedergeborene Vorreiterin der Königin. Nee, einfach nur wiedergeborener Vorreiter der Königin. Der König. Ich werde nichts sagen, aber Io war jetzt nicht mal aufgewacht und, ne? Hat die da mal eben eiskalt abgemurkst. Gut. Jetzt natürlich diesen ganzen Korridor wieder zurücklaufen. Sehr, sehr spannend. In der Zwischenzeit wiederhole ich nochmal, was ich in den 8 Minuten gesagt habe, weil ich ein Idiot bin. Ich war am drüber nachdenken, wer der letzte Boss sein könnte. Hier wird es höchstwahrscheinlich jetzt der Ritter einfach nochmal sein. Das würde zumindest Sinn ergeben. Aber entweder ist es in der nächsten Karte dann auch einfach nochmal der Ritter, weil warum nicht? Man kann die Ritter haben. So ist aber die Vermutung trotzdem höher bei mir, dass es sich um sowas handelt, halt tatsächlich wie der Kanonier und so. Weil... Überlegen wir mal, was noch als Boss in Frage kommen würde, weil sie ja eigentlich auch chronologisch gehen, ne? Also das, was man bekämpft hat, aber dann in chronologischer Reihenfolge. Das heißt, rein theoretisch ersetzt, was wir jetzt immer bekämpft haben, war wo ist Eos? Das ist Speer, das ist nicht Eos. Das ist Eos. Das letzte, was wir immer bekämpft haben, war jetzt halt Nachfolgerin des Halses, so gesehen. Oder der Kehle heißt es ja tatsächlich bei uns. Die haben wir bekämpft, und zwar zweimal. Also rein theoretisch müsste ja jetzt entweder das... Ich meine, wenn es wirklich chronologisch ist, dürfte es nicht der Ritter sein, aber es ist der Ritter. Man sieht ja gerade schon den Ritter. Ich würde jetzt gerade erzählen, dass es nicht der Ritter ist. Das heißt aber rein theoretisch chronologisch gesehen dürfte auch nichts anderes mehr kommen als der Ritter. Nur das glaube ich nicht. Auch hier wieder allein schon, weil mir gesagt wurde, freu dich auf Kanonier und Klingenträgerin in den Dingern hier. Und ich meine, ja, es soll ja diesen Bossturm jetzt geben, das habe ich auch erwähnt. Aber abgesehen davon müsste da ja trotzdem noch irgendwas kommen. Irgendwas nur, um mir auf den Sack zu gehen. Seien wir mal ehrlich. So, haben wir ihn mal relativ gut zugemundet hier.
fertig. Easy peasy. Königin Wolfram und nochmal Evector MJ3. Was war das? 3310? Naja, zurück zur Basis. In der Basis werde ich dann natürlich jetzt auch einfach den Speer aktivieren. Dann haben wir nämlich die Szene auch schon mal hinter uns. Und dann geht's halt in die zweite Karte. Und damit die letzte Karte. Und damit das Ende von meinem LP. Fast. Ich würde gerne sagen, tatsächlich das Ende von meinem LP. Aber seien wir mal ehrlich, da kommt noch ein bisschen was dazu. Und dann kommt es zusammen. Bis dahin haben wir noch eine Menge zu tun. Das ist halt... Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, den Großteil haben wir jetzt hinter uns. Und das ist schon eine gute Sache. Doch ja. Irgendwann sind wir auch mal da. Danke. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt? Ich glaube ja, dass ich gerne in der Basis rennen können würde. Das wäre irgendwie schon ganz nice. So, wenn ich schon mal da bin, das beständige Blutrot werde ich jetzt auf jeden Fall aufwerten auf seine höchste Stufe, weil es kostet eh nur 2 Wolfram. Den Blutschleier, den ich gerade habe, werde ich auch erstmal aufstufen, weil warum nicht? Es kostet mich nur 2 Wolfram. Und nochmal so ein ganz kleiner, minimaler Plusschutz ist auch nicht verkehrt. Jo, warum? Du hast 3 oder 4 mögliche Animationen, die da sind, wenn wir in die Basis kommen. Warum musst du ausgerechnet jetzt wieder die längste haben? Okay. Jetzt halte ich erstmal die Klappe, aber nur jetzt fürs Erste. Und danach unmute ich mich wieder, damit man mich wieder hört. Yeah. My comrades and I were sent home following a report about stolen blood beads. Our investigation led us to a revenant settlement. What we discovered there was far worse than some missing blood beads. Instead, we found humans being used as livestock. And among them was a woman I recognized. Her name was Jessica. She was the missing fiance Davis had been searching for. Any humans that we rescued were sent to a government shelter. Those were the rules, and there were no exceptions. I checked around until I found a good facility, then put in a request that she be placed there. Maybe not the best life, but at least she wouldn't be tormented by revenants anymore. She said she was looking for her fiancé, a man named Tyrone. But I was unable to help her. No, that's not it. I made a choice not to help her. I felt that if I did, the man I knew as Davis would disappear. I knew I should tell Davis about Jessica. I even tried to do it on more than one occasion. But when I thought about what he'd do if he knew she was still alive, I couldn't bring myself to do it. The words just got stuck in my throat. Please forgive me, Davis. I know that I'm a coward. But you see, I love you. Almost given up.
I thought those memories were truly gone forever. Naomi, I'm so sorry. I was hurting you all that time, and I never even realized it. Thank you so much for helping Jessica. It's impossible to express just how grateful I am. No, it's better this way. Even if I had found her again, I didn't want to approach her. Revenants and humans cannot live together. As long as she's safe now, that's enough for me. I'll keep living my life as Davis. I'll hold on to the memory of Naomi, who loved me. And from the shadows, I'll work to keep Jessica safe. You have my deepest thanks. Because of you, my life has hope again. Und das war jetzt im Prinzip die letzte Geschichte, die wir jemals so mitkriegen werden. Weil, wie gesagt, mehr Bootcodes sind jetzt gerade nicht möglich. Mehr Überreste gibt es nicht. Ja. Die Sache habe ich nie gemacht. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Beziehungsweise mir fehlten auch so viele, weil ich nicht großartig in die Tiefen mehr gegangen bin. Irgendwann war das dann so, schon wieder die Tiefen, Überfall, bla bla. Ich finde sie mittlerweile ein bisschen besser. Ich habe vergessen, die Passive Ability reinzupacken. Fällt mir dabei gerade ein. Aber ja, ich finde es mittlerweile eigentlich besser. Von daher ist das schon in Ordnung so. Dang it, ich habe vergessen, die vernünftige oder die zu erlernende Passive Ability wieder einzupacken, ey. Ha. Und jetzt bin ich gespannt. Die letzten Tiefen. Die letzten Items, die wir uns da holen können. Aber. Ausdauerstimulator. Physik und Standhaftigkeit. Ja gut, die müssen dann jetzt halt mal leider leiden. Irgendwo war da jetzt noch was. Ich bin ja nicht doof. Irgendwas war da. Da hatten wir es doch schon. Ah ja. Okay, es ist sogar sofort aktiv. Guck an. Das war jetzt zack, bumm, ja, du kannst dich nicht mehr vernünftig heilen. Okay, es gibt nur zwei Wege hier in den letzten Tiefen. Ich bin beunruhigt. ich bin wirklich beunruhigt. Das haben wir wohl in der Tat, Io, das haben wir. Oh nein. Ach, alle von hinten. Natürlich. Au. Ja, alles so Gegner, die ich jetzt nicht unbedingt noch mal haben wollte, aber das sind ja auch nur die Art Gegner. Ich nehm's zurück. Kommt direkt so eine mit rein, das ist alles nicht gut. Schlecht, wenn das Anvisieren alles anvisiert, nur nicht das, was anvisiert werden sollte. Au. Gut, ich weiß nicht, wie viel jetzt durch die passive Ability da gerade kommt, aber die Heilung ist gar nicht mal schlecht. Das war eine Heilung von knapp 1300 HP oder sowas in dem Dreh, also das ist nicht verkehrt. Und natürlich auch immer diese Lanzenschwingerin hier, ne? Nimm's zurück, da ist noch was. Ach, da ist jetzt einer gekommen. Ist das der letzte? Das war sogar schon der letzte. Guck an. Mehr reines Blut. Blut, das rein ist. Wäre so die Item-Beschreibung. Gut, also den Mist habe ich zumindest schon mal überlebt. Das ist mein Schwein was. Bin gespannt, was noch passiert. Ja, wieder so ein Kampf ausgefochten für einen Dolch.
meine, ich sag's immer wieder, die Dolche sind schon nützlich. Das haben wir ja alles mitgekriegt, aber hier ist ein Dolch. Wow, danke. Ich hatte noch nie so viel Dolch. Ist das Oliver Collins? Nee, das ist der fucking Kanonier. What the fuck? Ich meine, nur der Kanonier ist jetzt nicht. Also, plus den Cerberus-Mitglied da drüben. Aber in der Theorie, nur der Kanonier ist jetzt nicht sonderlich schlimm. So. What the fuck, ey. Ich weiß nur nicht, wann ich mich trauen sollte, die Technik nochmal einzusetzen. Also meine Opferklinge. Ah, der hält aber auch wieder aus wie so ein Waffeleisen, was ich verprügeln wollen würde, ne? Jesus Christ. Also jetzt will ich erst recht nicht wissen, was in der Mitte ist. Wenn da auf einmal ein Video auftaucht, ja Gott, gut. Voll super. Das bräuchte ich auch noch. Nochmal ein Mido in der Mitte, damit der Part nochmal 3 Stunden länger. Weil jetzt darf man nicht vergessen, jetzt habe ich eine Waffe, die ist aufgewertet auf Stufe 10. Aber das ist ihm halt... Au. Relativ egal. Das hat wehgetan. Vielleicht, wo der Angriff gerade so schnell herkam. Aber gut. Okay, cool. Juhu! Bäh. Das ist jetzt schon bäh. Warum ist die... Ne, schöner... Warum sind das eigentlich die Tiefen, wenn wir hier kommen... Also... Wirklich jetzt. Ich glaube, in den anderen waren wir tatsächlich mal da, wo nie die Sonne scheint, so nach dem Motto. Aber hier? Strahlender Sonnenschein da oben, also ich bitte euch. Liegt sogar noch ein Item rum, was ich nicht aufgesammelt habe. Das ist noch mehr Weg hier, aber das ist ja irgendwie normal. Io macht auf jeden Fall das, was sie machen sollte. Gegner natürlich. Noch ein Bajonett. WG-Meister 112 ist es jetzt gewesen, glaube ich. Ja, 112. Flammensalve. Okay, wir haben Blitzsalve. Gut, dann lernen wir jetzt auch noch die Flammensalve. Warum nicht? Macht Sinn. Aber ja, kein... Wirklich kein gutes Gefühl, dass hier gerade schon der Kanonier da rumhing. Und jetzt in der anderen Ecke wahrscheinlich die Schwertmeisterin, die Schwertträgerin, hieß sie, nicht Meisterin, wo sie auch Meister mit dem Schwert umgehen kann. Und wenn dann Mido da ist, dann höre ich auf. Den habe ich jetzt tatsächlich so oft, so lange bekämpfen müssen, da, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann kann der Mido da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das ist es mir dann nicht wert. Dafür gibt es keine Trophäe, da gibt es gar nichts. Das ist gemein. So, jetzt können wir das Ding da lernen. Es sind noch 3 Techniken, die wir lernen können. Plus die Speerin, dem Irrlicht. Und damit haben wir jetzt alles aufgekauft zumindest. Sage ich und sehe direkt, da fehlt noch eins. Aber jetzt haben wir alles aufgekauft. Das heißt, jetzt ist es halt nur noch eine Frage des auch hinterher Lernens.
und alles, was danach kommt, wird halt natürlich auch in Ausrüstung gesteckt, wenn ich hinterher irgendwelche Builds verfolgen möchte. Und ja. Lost nearby. Das mag die Kamera so überhaupt nicht. So nah am Gegner dran und alles, aber naja. Es geht ja ums Prinzip, wir wollen ja keine Luft lassen zum Atmen. Die ist ja auch sofort aufgestanden, die hat uns ja sofort gesehen. Also wenn ich da jetzt nicht eingegriffen hätte, nicht gut. That is no good. Ja, manchmal denke ich so, ja, eigentlich müsste ich ja jetzt, wenn ich nur hochgehe, schon nicht getroffen werden, weil sie relativ langsam sind. Das ist das, was man jetzt schon öfter beobachten konnte, und im Normalfall läuft es darauf hinaus, dass ich getroffen werde, aber mein kleines Hirn sagt trotzdem, hey, das klappt. Lauf ruhig mal um den rum. Das geht, das kann funktionieren. Das kann funktionieren, ist auch wieder so eine Aussage, ne? Ja, kann funktionieren. Wahrscheinlich nicht. Aber kann. Vier Hunde? Oder was ist es hier? Ja, mindestens zwei Hunde. Mehr Hunde? Ist noch einer? Oder vier Hunde, Tatsache. Okay. Mich fröstelt jetzt bei dem Gedanken daran, was jetzt da als Boss dann rumrennt. Ich bleib dabei. Also hier wird es dann höchstwahrscheinlich die Klingenträgerin sein mit irgendeinem komischen Partner. Davon kann man aber mal ausgehen. Heading there now. Is that? Yep, Klingenträgerin plus so ein Hornochse, der da neben mir klingt. Wenn der Weg nicht immer so weit wäre. Wenn ich verlieren würde, wäre das ganz cool. Okay, es ist nur ein Bajonettschießender Typ. Sage ich und kriege nur konsequent auf die Fresse von dem, aber eigentlich ist es nur ein Bajonettschwing natürlich. Während wir den verprügeln, hätte die sich echt nett im Hintergrund, meine Herren. Ich würde schon sagen, die wird sich doch nicht einfach umdrehen können. Antwort darauf war tatsächlich auch ein Nein, aber in die Eiskristalle reinlaufen darf ich trotzdem nicht einfach so. Ja, sie ist auf die Knie gegangen. Ja, die im Auge zu behalten, ist ja noch einigermaßen machbar. Aber im Auge behalten ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, den Dicken kann man auch am besten im Auge behalten, weil er ist dick und groß. Ein bisschen klobig, aber ne, die kriegt schon ganz gut auf Fresse gerade. Ja, die Heilung jetzt gerade ist atemberaubend gut. Wow. Ich habe mich ablenken lassen, da hat was gewabbelt. Das ist nicht gut. Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Okay. Also so einzeln kann ich das. Ich habe halt nur dieses böse Gefühl, entweder sind sie dann gleich nochmal zusammen, worauf ich überhaupt keine Lust habe, oder es ist Mido. Beides will ich nicht. Wenn man mich fragen würde, was davon hättest du lieber, wäre die Antwort immer noch beides nicht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wenn der Kampf ungefähr so läuft, ich gehe mal davon aus, ich wüsste nicht, dass es anders laufen sollte, wie der Ursprungskampf, wo ich ja auch trotzdem dreimal oder so verkackt habe. Zweimal? Echt jetzt? Zweimal. Wow. Zwei Überfälle. Leck mich am Arsch. Zwei Überfälle. Alter Verwalter hier. Hinter mir einer aufgetaucht, ja. Ja. Vielen Dank dafür.
Talentbeschleuniger gemeistert, das ist gut. Nicht super wichtig, aber gut. Oh, eine zweite Adlige. Ihr wisst, dass wir hier nicht so richtig viel Freiraum haben, ne? Ist okay. Ja, der hat durch sie durchgepresst. Ich lebe noch. Io lebt unglaublicherweise auch noch, das muss man auch noch dazu sagen. Aber ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja. Das sind so alles Bosskämpfe, die ich nicht haben will. Da einmal gedacht, ich könnte sie töten, bevor sie das einsetzt, aber die Antwort da war auch wieder nö. Ja, jetzt hast du dich verstärkt, großartig. Und dann bist du umgefallen. Nochmal ein solider Verlustkristall, okay. Ein verdichterter, okay. Also nichts super Wichtiges, was jetzt gedroppt wurde. Aber, okay. Ja, wir haben schon wieder gut Erfahrungspunkte gesammelt. Ich meine, jetzt ist halt der Punkt, wo wir es tatsächlich einfach nur noch als Erfahrungspunkte betrachten können. Ja, und vielleicht als Shopping-Utensil, also Geld und Erfahrungspunkte. Aber man, ich will nicht wissen, was da ist. Ich will es einfach nicht wissen. Das tötet alles zu sehr. Es ist egal, was es ist. Wenn es ein Video ist, gibt es Instant Kills. Wenn es nochmal Kanonier und Eisbraut sind. Die Kämpfe gehen, aber alle gleichzeitig ist auch immer schlecht. Shall we try opening it? Haben wir schon. Danke. Klingenträgerin sehe ich. Ja, natürlich sind es beide. Okay. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, ob die Technik, die Taktik gut ist, aber. Ah, der nimmt kaum Schaden. Jetzt schon. Könnte sie mich mal in Ruhe lassen? Das ist gerade noch nicht so ihr Ding, ich verstehe. Ja, augenscheinlich nimmt sie mehr Schaden als ihr Kollege. Aber ob das jetzt zwangsweise heißt, dass ich mich auf sie einschießen sollte, weiß ich nicht. Wow! Echt jetzt? Aus dem Off? So ein riesen Feuerball mitten in die Fresse? War das jetzt nötig? Augenscheinlich ja. Ich meine, ich kann ihren Angriffen, wenn ich sie kommen sehe, gut ausweichen, aber... Das war's dann auch. Naja. Da kam noch mal so ein fucking Feuerball. Ich glaub's ja wohl. Die mit dem Rumgefuchtel hier, ne? Links rum, rechts rum, nochmal da rum, da hin, da links, da quer, da nochmal hin. Eieieiei. Echt jetzt? Warum haben wir jetzt Rollen getauscht? Ich meine, okay. Wenn ich das weiß, kann ich ja damit arbeiten, aber so ganz plötzlich ist es
komisch. Ich sollte vielleicht mal eben wieder den Schild aufrecht erhalten. Das ist gar nicht mal so dumm. Haben wir schon wieder Rollen getauscht oder warum rennt die jetzt wieder mir hinterher? So. Dammit! Warum kommt eine Cutscene? Macht jetzt bitte keinen Ornstein und Smoo. Fick dich. Es ist nur dafür eine Cutscene. Ist er wieder voll geheilt? Kommt das jetzt auch noch? Bitte nicht. Aber sonst könnte man das wahrscheinlich total gut schießen. Natürlich ist er voll geheilt. Ja, what the frick, Frankie? Wow, wow, wow! Da war ich gerade mit Heilung beschäftigt. Es tut mir leid. Wow, wie saui, ey. Oh, jetzt kommt die Klinge dran. In der Hoffnung, dass ich diesen Kampf hier einigermaßen schnell beenden kann, ohne schnell drauf zu gehen. Und natürlich immer mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sie mich auch noch wiederbeleben können müsste. Das war zu spät bemerkt. Okay, er... Au. Nimmt mehr Schaden, als ich gedacht hätte dadurch. Ja, ich kann mich noch regenerieren. Wie steht's mit dir, meine Güte? Ja, das sieht machbar aus. Weiß allerdings nicht, warum das jetzt... Ich hatte glaube ich... Hat der Angriff auch nochmal auf? Wow. Kein Wunder, dass ich davon noch getroffen wurde. Ich frage mich halt gerade, warum ich ausgerechnet so einen Kampf jetzt First Try mache. Aber ist okay. Fuck you. Bam! Und so? Gebamst! Das, was ich als schwersten Bosskampf angepriesen habe, ohne Ende, ist das, was ich mal eben so locker flockig dahin schmeiße. Und so Sachen wie Mido und Schieß mich tot klappt nicht. Ja, leck mich fett. Sollte nicht angepisst sein, deswegen habe ich den Prinz gerade. 13 Stück, ich muss noch ein paar Waffen holen, deswegen bin ich gerade am gucken. Ich belasse es dabei, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns ums Finale kümmern. Bye bye.